So, hier sind wir draußen mit dem Savage, mit den 1 zu 5er Rädern. Also man kann schon mal sagen, das Auto kommt absolut nicht damit klar. Die Slipper sind überfordert, die Servos sind überfordert, eigentlich ist alles überfordert. Ich bin jetzt, keine Ahnung, lass es 30 Sekunden gewesen sein, gefahren und habe gleich gemerkt, dass da einiges nicht stimmt. Aber ich zeige euch trotzdem ein paar Fahrszenen. Also man sieht, oder man hört deutlich, dass die Slipper völlig überfordert ist. Obwohl ich sie schon angepasst habe. Aber ich glaube, das ist einfach zu viel Gewicht. Man sieht, das Servo, es geht, wenn er fährt. Wenn er steht, sieht es so aus. Oh, 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 oh. Also, man hört auch den einen Reifen. Die Reifen sind, ich hoffe, das sieht man, dass die beim Einlenken, wenn man vom Gas weggeht, wenn die keine Last mehr haben, dass die anfangen zu wappeln. Weil die Wellen halt viel zu klein sind für solche riesen Reifen. Es kommt die Sonne. Da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Wie das aussieht. Also ich glaube, das reicht eigentlich auch fast schon. Weil ich will jetzt nicht irgendwas sinnlos kaputt machen. Wir werden jetzt nochmal einen kleinen Location-Wechsel machen. Und dann sollte es eigentlich auch schon gewesen sein, weil ich will sinnlose Defekte jetzt vermeiden. Und ja. Na, gucken wir hier nochmal. So ein bisschen. Ja, man hört die Slipper schreien. Und Gnade. Das klingt richtig heftig. Wenn man langsam Gas gibt, geht's. Aber grauenhaft. Ne, wir beenden das jetzt besser. Ich hoffe, das hört man im Video richtig. Ja, nee, wir lassen das Ganze jetzt und sehen uns dann beim nächsten Test. Ich zeige euch mal eben schnelles Wetter. Wird schon wieder richtig kacke. So, zumindest. Da sind die gekippt, Wolke. Ja, irgendwie bei der GoPro sieht irgendwie immer alles weiß aus. Ich weiß auch nicht. Da ist eine fette Wolke. Also, es hat die ganze Zeit die Sonne geschienen, aber irgendwie ist jetzt schon wieder vorbei mit dem schönen Wetter. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wie gesagt beim nächsten Test mit den 17 mm Mitnehmern und ihr seht das Auto gar nicht. So ist es wahrscheinlich besser. Bis zum nächsten Mal. Ciao.